mach ich auf, Klamotten hab ich noch an. Kippe kacken, dann schnell los, ich bin spät dran. Also raus aus dem Haus, am Kiosk vorbei. Halber Liter 50 Cent, da nehm ich gleich zwei. Plopp rein in den Kopf, der erste geht gut runter. Andere trinken Kaffee, ich Bier, dann werd ich munter. Mit der zweiten Kanne mach ich mich gechillt auf den Weg zu den Jungs hinter Kaufland, weil da immer was geht. Ich werd nicht enttäuscht, die ganze Crowd ist am Start. Alle haben schon ordentlich Intus, die Party geht ab. Nur mir fehlt's noch am Pegel, ich komm noch nicht mit. Also geh ich kurz in den Markt, besorge härteren Sprit. Drinnen zieht es mich wie immer zum Schnapsregal. Ein paar Sorten will ich Fusel, ich steh vor der Wahl. Die Entscheidung fällt auf Korn. Wer Euro 99 Cent? Und schlagbarer Preis, ein Liter 40%. 40%. Tag beginnt mit einem kräftigen Schluck. Die Molle wird geäxt, ich betrink mich mit Druck. Die Nachbarin muckt, denn ich mache Randale. Mein Blutalkoholgehalt sinkt auch nicht, wenn ich schlafe. Mein stabiles Umfeld sorgt für ständigen Konsum. Alle Jahre wieder geht einer auf Entzug. Micha liegt im Krankenhaus, Leberzirrhose. Das wird schon wieder. Darauf erst mal ne Dose. Saufen muss nicht teuer sein, Discounter stopft leider auch gut rein. Ich schäme mich nicht für Billigbier, man muss halt zusehen mit Hartz IV. Steil, die Lage eskaliert. Horst pisst auf die Straße, während du woronaniert. Danach macht er auf Chef, er schießt erstmal ne Dose. Ein Piss flexiert den Schritt seiner grauen Jogginghose. Sven ist derbe breit, Krischi noch viel breiter. Kai ist gerade kotzen, doch danach säuft er gleich weiter. Die Leute schauen uns an und schütteln ständig mit dem Kopf. Ist doch scheißegal, wir saufen weiter, billig Stoff. Stoff.